So, heute mal eine kleine Abwechslung, nämlich Arena-Mission, Arena-Boss, wie auch immer. Weil die junge Miss Baker, die gute Miss Baker einfach keine Lust hat gerade auf uns. Nee, das passt nicht. Bisschen esse ich einer von uns. So, mal Mechaniker anrufen. I'm on the clock. What you want? Some wheels? Läufst du gerne gegen Bäume? So, ihr seid schon mal eingeladen. Ja. It's on the way. I'll get back to it then. Arena, wo? Da war ich auch noch nie drin. Ja. Das ist mein Lieblingsmodus hier. Ach du Scheiße. Wisst ihr, wie das hier funktioniert, Bracket? Oder? Nee. Ich war noch nie da, wieder. Ich glaube, es ist fahren und sich versuchen, an der Strecke zu drängen. Ah, genau, das ist praktisch, wir fahren im Kreis und entweder musst du die Gegner alle zerstören, also wegrammen und zerstören, oder die Rundenanzahl schaffen. Du kannst in die Box Ah. fahren und dich reparieren. Und die gab es mal in GTA, in Vice City, die Mission. Da gab es auch so eine Arena-Mission, wo du die Typen dann wieder alle erledigen musst und sowas oder die Ja, Rundentests. aber da war es auf einer Fläche, glaube ich. Hier ist es Nee, es Rennstrecke war im im Kreis. Kreis. Es war eine Rennstrecke. Es war diese Okay. Arena selber. Soweit ich das richtig im Kopf habe noch. Ich hab's nur leider nicht Aber mehr. da waren aber da waren es NPC, gegen die du gefahren bist. Ja. Gott, das erinnert mich ein bisschen an Assassin's Creed Origins eben, den komischen Pferdekutschenrennen. Ich spiele nur Assassin's Creed Syndicate momentan. Das macht aber auch Spaß, weil du da wie bei Infamous Stadtteile erobern musst. Was haben wir denn hier für Autos? What the fuck? Ja, versuchen wir es damit. Eine Schrottlaube. Was soll ich hier ein? Ja, die sind cool, die Fahrzeuge. Bin mal Die gespannt, kannst du diese. auch kaufen. Ja, wahrscheinlich. Was haben wir denn überhaupt noch für Fahrzeuge? ZR. Ach, ZR 380. Das ist ein Nissan 350Z oder was? Das ist Originalwagen. Okay. Nee, alles gut, dann habe ich mein Fahrzeug. Das eine sieht einfach aus wie so ein Elefant, Alter. Bitte haben Sie noch 10 Sekunden Geduld. Hat nicht jeder bereit gedrückt oder was ist da los? Ich weiß es nicht. Irgendwer hat da noch nicht bereit gedrückt, auf jeden Fall. Ich bin bestätigt. Ich dachte, ich hätte schon bereit gedrückt. Ach, toll. wegen Baby haben wir wieder 20 Sekunden unseres Lebens verschwendet. Ach ja, und es sind auch Fallen auf der Strecke. Müsst ihr auch aufpassen, die Ach machen auch Gottchen. Schaden. Und pro Runde werden das mehr Fallen. Ah, da ist jemand die gleiche Idee. Ist das pink? What the heck? Oh Gott. Ach, wir können uns gar nicht rammen. Wir müssen halt wirklich die. Doch, wir können uns rammen. Weil die durchsichtig sind, die Fahrzeuge. Ja, nach dem Start ist immer so eine kurze Zeit, Ach so, wie, jetzt. ja. Weißt schon, was ich meine. So schlecht im Fahren. Gut Flug. Ich gebe dir gleich guten Flug.
Ich würde vorleben. Ah, wir haben hier Felsen. Er guckt auf solche irren Ideen. Ah! Wo kam das denn her? Was denn? Weil ich wurde überrundet, weil ich. Weil Markus das Rennen wieder durchfährt und hier. Keine. Dass nichts passiert. Oh. Ich glaube, ich gerade über eine Mine oder sowas gefahren. Ja, ich auch. Ich bin nicht hier auf dem Slide. Die Tesla gehen auch hoch, wenn ihr die anfahrt. Ja, hab's gemerkt. Ich sehe es noch vor mir, boom, weg. Schade, bin immer noch letzter. Na, ja, wie dir bin ich Dritter, ich war Erster zwischendurch mal. Runde 4 von 20! 20 Runden sind das, ja. Aber das geht fix, glaub mir mal. Auf der Strecke hier gehen 20 Runden rum wie nix. 5. Vor allem, weil man ja auch trotzdem noch Leute sieht. Es ist ja nicht so, als ob man jemals alleine ist. Es ist ja nicht so wie beim Formel 1 Rennkampf. Ja, was? Was auf einmal nur noch alle. Ich sehe gar keinen mehr momentan. Ah! Ich werde hier erstmal komplett nach oben geschleudert, ach ja, diese Rampen könnt ihr übrigens selber aktivieren, indem ihr drüber fahrt. Dann geht die kurz danach hoch. Was für Rampen? Diese Metallflächen, die im Boden eingelassen sind. Da war das Beispiel. Danke. Oh Mann. Aber auch nur eine gewisse Zeit gehen hier. Yvonne war gut, hä? War da irgendwas auf der Strecke? Ich hab's nicht gesehen. Na, die Mauer. Also es gibt einmal diese Rampe und einmal diese Mauer. Ja, ich hab die aktiviert. Ich bin beschäftigt, Junge! Ich hab... Oh, jetzt hat Kevin sie aktiviert. Ja, hab's gesehen. Aber du hast trotzdem eine Runde vor... Herzhaft? Und eine, zwei. Glaub ich. Also ich habe auf jeden Fall schon alle ein paar Mal überrundet. Hm, hab's gesehen, ein bisschen. Vergiss es. Komm wieder, der Kent! Na gut, das war wenigstens nicht noch mehr losgeworden. Oh, Alter! Ich bin direkt wieder auf deine Sieben gelandet. Das ist ja lustig. Du musst hier aufpassen, Kev aktiviert von mir die ganzen Fallen. Und ich hatte immer die Mine. Ja, ich bin nur mit dem Rad aber drüber gefahren, also mir ist nichts passiert. Du kannst dich aber auch reparieren, ne, in der Boxengasse. Ich weiß, hab schon gemacht. Oh! Tschüss. Ja. Ich hab's gesehen, dass du drüber gefahren bist. Das Problem, dass du schon eine Runde Vorsprung hast. Das ist natürlich jetzt schön den Vorteil, dass du. Mamma mia! Ja, ich habe euch beide noch mitgenommen. Boah.
Wenn es sowas in Real Life gäbe, wäre das schon echt krass, geil. Guck dir mal den Film Death Race an, das ist auch gar nicht mal so, ist auch lustig. Gibt ja drei Teile wieder für. Sind immer noch vier Leute am Start. Scheiße. Ich muss eigentlich bei hier, bei Arena Wars eher an Mad Max denken. Ich hab ja mal, mein Bruder hat ja eine richtig geile Soundanlage am Fernseher angeschlossen, ne? Und da haben wir mal zum Testen mal Mad Max reingemacht, Alter, wenn der am Anfang den Motor startet, das ist das Gefühl. Ah, ernsthaft? Das ist eine Massagesofa, Alter. Ach, weg. Jetzt will das Ding nicht runtergehen. Ich hab mal Fast and the Furious geguckt und ich hab so eine PA-Anlage, die hab ich mal ausprobiert und da hab ich das geguckt. Und mir hat selbst meine Nachbarn geklopft. Das hab ich mal gucken können. Oh Baby, sehr gut, du bist genau noch über die Mine rübergefahren, die ich ausgewichen bin. Ich habe ein paar Fehler. Ich habe einige Fehler drin gehabt. Zielst du nicht mal wie ich? Du hast mich überhaupt nicht gegen geschmissen. Ich bin ja der überhaupt kein Handling hat. Mein Auto ist gleich kaputt. Die steht da drauf. Die ganze Zeit hoch und runter. Ach man. Eine Bombe. Ja. Da war einer, die mich erwischt hat. Leute, ich bin Dritter. Seit wann das denn? Wie hab ich das denn gemacht? Mein Baby hast du wahrscheinlich überholt. Och ja. Das Problem ist aber, das Ding ist aber sowas von spät hochgegangen, kurz bevor ich jetzt da war. Das Ding ist ganz, ganz spät erst hochgegangen. Ich hab nur gewartet, bis ich da bin. Vor mir gehen die Dinger alle wieder runter. Wo ich überhaupt da bin. Hier. Du musst übrigens. Ach man, warum geht das Ding immer so spät erst hoch? Ich weiß, dass ich stehen bleiben muss, aber ich fahre einfach nur durch, damit ich die Fallen da nicht alle abkriege. Jetzt bist du deswegen auch Zweiter. Oh lol. Na, du hast mich überholt, weil ich stehen geblieben bin und du bist aber durchgefahren und in dem Moment geht das Ding nochmal erst hoch. Das heißt. Naja, ist vorbei. Das kriegen die mehr. Ich werde lieber durchgefahren. Hä? Wie soll ich denn da jetzt rauskommen? Dreieck gedrückt halten, respawn. Ah, da hinten seid ihr. Oh, Alter. Da fährt einer an der Wand lang. Ja, das Auto ist umgekippt beim Fahren. Erst wolltest du mich rammen, dann bin ich ausgewichen. Baby, bummst noch mal rein? Ja, mein Auto dreht sich nicht mehr hin. Ja, dann musst du drei gedrückt halten, respawn. Geht nicht. Ach, Spiel, Alter, fick dich doch, ey. Aber vom vierten auf den zweiten gekommen, das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, weil mir ein Spiel mich abgefuckt hat, einfach. Egal, dann fahr ich in die Garage und bleib stehen.
Aber hey, das hat Spaß gemacht. Ich muss die Zeit einfach runterlaufen. Ich hab sogar gute RP bekommen. Alter, wie viel? Wo ist er denn? Ich seh ihn nicht. Ach, da unten. Also das ist, glaube ich, Baby, die noch fährt, oder? Nee, ich bin das noch. Nee, die steht neben dir. Wie gesagt, das Spiel hat mich so lange warten lassen, bis ich letzter bin. Ich konnte mich ja nicht mehr drehen. Ich konnte auch nicht respawnen, das hat er ja nicht übernommen. Ach, fuck it, Alter. That was funny. Ja, nicht für mich. Ich wollte sogar noch helfen, mich umzudrehen, aber irgendwie, ich glaube, es nicht klappt. Wer bekommt RP dafür? Soll ich nochmal gucken nach einer Mission oder wollen wir hier weitermachen? Mir ist es egal. Dann gucken wir mal kurz, ob eine Mission bereit ist und ansonsten mache ich dann nochmal. Spiel, willst du mich verarschen? Ey, ich war zwei Runden vom Ende, war ich Zweiter und wirst dann meine Letzter. Weißt du, dann wenn ich noch was reindrücken muss. I'm sorry. I'm sorry. Ich durfte mich ja nicht mehr drehen. Was ist mit euch schon wieder los? Warum seid ihr so hyperaktiv? Ja, jetzt. Meine Fische. Meine Panzerwilze. Weil Yvonne wird auch wieder fröhlich gevögelt. Ja, ist klar. Ich lande hier direkt bei Markus im Auto mit. Ich frag nicht. Ich lande direkt auf meinem eigenen Server. Tja, Yvonne, das liegt einfach daran, dass selbst das Spiel Bescheid weiß. Weißt du? Das ist es. Selbst das Spiel weiß ganz genau, wie es zu laufen hat. Ich finde aber, seit dem Update läuft das ein bisschen schneller alles hier, das ist echt gut. Ja, aber erst wenn du drin bist. Ich finde, das erste Join dauert immer noch recht lange. So. Nein, bei mir ungefähr 1,5 Minuten. So, der geilste Moment, den ich hatte, aber ich sag auch mal so... Jetzt hat sich Miss Baker gemeldet. Wir können weitermachen. Ich bin ja nicht mal top, Leute.